Bevor die Folge beginnt, das hier nehme ich jetzt nach der Folge sogar auf. Es kam gerade Achievement, das End. Hier haben wir das End. Ich springe jetzt mal rein. Ja, ich habe keinen Shader an, weil Ende und Shader vertragen sich nicht so gut. Ich komme mal runter und hüpfe mal hinein. Ich habe ja hier keine wertvollen Sachen. Warte. Hui! Enttäuschend. Naja, damit beginnt das Video. Bis dann. So, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Adventskalenders. Ja, ihr seht richtig im Haus. Ihr seht schon die schwarze Wolle. Es hat sich ein bisschen getan. Zwar nicht viel, aber etwas. Lasst einmal uns wissen. Ja. Meeresfrüchte habe ich hier. Schöne Anapriesen, wenn man von der Tür raus reinkommt, dann kann man sich diese betrachten. Nee, ich fand das ein bisschen als Kontrast zum Gelben her, zum Schlichten her etwas Grünes. Es soll etwas mehr einen Punkt auf sich ziehen, weil hier ist alles so Holz, so schön warm und dann kommt auf einmal das hier. Weiß nicht, ich finde das irgendwie schön. Ist so ein richtiger Stich ins Auge. Okay, das tut mir. Das hier habe ich weg. Klar. Hier das Loch muss ich noch stopfen. Das wird noch passieren. Das hier ist eine Sammelbox. Natürlich ein paar Sachen rein für zum Verschenken. Am Spawn mache ich bald. Am 23. Bei 24. habe ich keine Zeit. Da versuche ich aber das Video aufzunehmen. Der Briefkasten, der ist jetzt nicht mal provisorisch. Das enden wir. So, das sieht doch jetzt mal gut aus. Außerdem hat mir der... Picacho? Ja, warum weiß ich den Namen nicht? Ist ein berühmter Künstler, warum habe ich... Nein. Picacho. Hat mir das geholfen? Sieht jetzt besser aus, finde ich. Fragte mich, ob ich das andersherum haben möchte, aber ganz ehrlich, hier oben, das geht nicht bis zum Boden hin, ne? Deswegen wollte ich es so haben, dass hier oben das gehalten wird vom Kopf her. Das sieht doch gut aus. Und der Gute ist, Rechtsklick, ich hab's in der Hand. Das ist nice. Mit dem Banner hier, hier lebt Jesse. Das hier kennt ihr ja schon. Hat sich nicht so viel verändert außer dem Teppich. Und das hier in der Ecke. Dann gehen wir mal hoch. Hier steht jetzt mit dem Buch. Da werde ich eine Geschichte reinschreiben am 23. Nur das Geile ist, wenn ihr jetzt denkt, hey, er macht eine Geschichte am 23. Ja und nein, das wird so gegen Abend sein, das heißt, es wird am 24. werden. Könnt ihr jetzt am 24. diese Geschichte hier lesen. Ich lasse mir noch was einfallen, weil ich habe keine Idee. Yay, Profi. Ja, hier ist der Teppich fertig. Die Insekten zu farmen, das war so nervig. Dann habe ich noch am Ende ein schwarzes Schaf gefunden, das fehlte mir noch. Weil mir fehlte nur noch eine Reihe dran. Wolle. Also, ne? Was fehlt mir noch? Natürlich ein Insektsfußball. Ich war insgesamt eine Stunde in der Farmwelt nur für schwarze Tinte. Yippie-yay. Hier seht ihr ja schon die Rüstungsständer. Es sieht hier irgendwie gemütlich aus, ne? Oben besser als unten. Hier haben wir Steine und Essen. Das Weizen werde ich auch verschlucken, keine Sorge. Wie das Zuckerrohr. Und Leder und so. Ich brauche das später nicht mehr. Die Kiste ist leer, die hier ist fast voll, die beiden werde ich auch noch verschenken. Das hier werde ich nicht verschenken. Warum will ich das nicht verschenken? Ja, man verschenkt nicht Sachen doppelt. Ich brauche kein... gar nichts mehr, weil ich habe das hier schon schön. Ich finde das passt. Aber ich bedanke mich trotzdem. Dann haben wir noch das hier. Holz. Hier sind alle Holzsachen. Yippie! Jesse hat mal aufgeräumt. Yay. Was jetzt nur noch hier fehlt, ist ein Weg und ein Hund. Den Hund werde ich heute beantragen, den Weg werde ich nächstens bauen. Werde ich mal gucken. Das war's soweit vom Haus. Tatsächlich, es sieht schon geil aus, muss man sagen. Wir sehen uns jetzt beim Adventskanal, also bis gleich. Gut, dann wären wir schon hier. Hat ein bisschen geleckt wegen... immer noch, deswegen habe ich die Schankgrenze jetzt ein bisschen nach unten fertig. Außerdem
Man sieht hier schon, worauf ich jetzt gleich drücken werde. Drück mich lieber drauf. Das heißt, es wird geknuddelt werden. Okay, gehen wir mal rein. Ich mache wieder Mikrofon aus. Wir sehen uns nachher wieder. Ciao. Unglück. Während der Schnee des gestrigen Tages vom Regen wieder weggespült wurde, war Anna mit ihren Klassenkameraden und Lehrern auf großer Klassenfahrt. Es ging in die Alpen. Auf der Klassenfahrt wollten die Lehrer mit ihren Schülern eine Menge Zeit im Schnee verbringen, vor allem auf Skiern. Und natürlich hofften sie, dass sich niemand verletzt. Doch, wie so üblich, sollte alles anders kommen als erhofft. Am dritten Tag der großen Skifreizeit, wie die Lehrer es nannten, fiel Anna unglücklich hin. Sie verstauchte ihren Fuß und konnte für den Rest der Skifreizeit nur noch zuschauen. Heute ging es wieder zurück nach Hause. Mit gesenktem Kopf und im Rollstuhl sah sie nun ihre Mutter wieder, die leicht entsetzt die Tür aufriss. »Ach, Anna, was machst du denn schon wieder?« fragte sie leicht besorgt. »Wir wollten doch nächste Woche in den Urlaub fliegen«, sagte sie mit einem Unterton, der pure Enttäuschung widerspiegelte. Anna sagte nichts. Irgendwie freute sie sich sogar ein wenig. Wie jedes Jahr wollten ihre Eltern wieder in das Flugzeug steigen und weit weg von dem Dorf, möglichst sogar an einem warmen Strand liegen. Mit der Verletzung von Anna war dies nun ins Wasser gefallen. Anna träumte schon seit Jahren von einem richtigen Weihnachten, mit Tannenbaum, Geschenken und vielem mehr. So wie sie es schon kannte von ihren Freunden und all den Bilderbuchgeschichten, die sie jedes Jahr aufs Neue hörte. Ihre Mutter seufzte und setzte alles in Bewegung, um den Urlaub vielleicht doch noch stattfinden zu lassen. Sie telefonierte verschiedene Ärzte in allen möglichen Nachbarstädten ab und doch, es war keine Lösung in Sicht. »Wir können Marie einladen«, meinte sie, und ihre Mutter war immer noch nicht ganz damit zufrieden, hierbleiben zu müssen. Doch im Laufe des Tages wurde auch ihr klar, dass es keine andere Möglichkeit gab und sie dieses Jahr zu Hause bleiben mussten. Gemeinsam mit Anna wollte sie dann in den örtlichen Laden und ein wenig Weihnachtsdeko kaufen. Sie waren schon seit Ewigkeiten im Winter verreist und hatten somit weder Dekoartikel noch irgendwelche Rezepte für Kekse. So kam es, dass sie an diesem Tag verschiedene Rezeptbücher, aber auch einen Weihnachtsbaum und verschiedene Dinge einkauften, mit denen sie das Haus schmücken konnten. Als sie am Abend endlich fertig waren, war Anna überglücklich. Sie hatte Glück im Unglück. Sie war zwar verletzt, dafür konnte sie aber endlich einmal Weihnachten so erleben, wie dies andere taten. Anna rollte in das Wohnzimmer und schaute an dem Abend noch einige Serien, ehe sich plötzlich ein wohlriechender Plätzchengeruch im ganzen Haus verbreitete und ihre Mutter mit einem frischen Blech Plätzchen in das Wohnzimmer kam. Alles war perfekt. Schöne Geschichte, Maria. Eine Sache muss ich mir auch mal angewöhnen, dass ich, wenn ich mein Mikrofon wieder anmache, nicht sofort rede. Weil jedes Mal beim Schneiden darf ich das rausschneiden. Weil das so leise ist, weil mein Mikrofon nicht so schnell wieder... Ja, springe in den Busch. Ich schon wieder so schnell hochfährt, also dass ich dann reden könnte. Aber irgendwie eine schöne Geschichte. Nur ich wäre auch, wie die Eltern von Anna, dass ich sagen würde, hey, Weihnachten schön woanders, weil ich hab's gerne warm. Ich, naja, Schnee hatte ich sowieso nur einmal. Der verfolgt mich. Ja, auf jeden Fall schöne Geschichte. Nur ich bin auch, wie gesagt, ich fahre dann lieber weg, weil ich will es warm haben und nicht kalt. Naja, ich beende jetzt den Part. Der verfolgt mich weiterhin in den Sonnenschein hinein und ich sag ciao. Mit dieser Fresse hier ganz vorne. Und er ist noch oben. Beim Tür 23. Ciao.